Geiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Ich hoffe, wie ihr seht, warte, machen wir es so. Wir sind in unserem Hof. Und ich will jetzt mit dem Aufbau, den wir die ganze Zeit hatten, mal noch eine Messung machen. Und zwar ein Nebengebäude im Keller. Weil in dem gibt es nur eine Lampe. Oh, das müssen wir euch mal hier. Und ja, irgendwas ist noch, die Liane hatte geschrieben, von wegen, dass ich mal, bevor ich messe, erstmal das Ding einschalte und so. Und dann das Messgerät erst ran mache. Das machen wir jetzt mal. Huch. So, das heißt, ich schalte das Messgerät schon mal an, beziehungsweise wir machen jetzt erstmal die Schaltung an und gehen dann mit dem Messgerät dran. Ich will die Leute nur so schöne Gewicht kriegen, ne? Scheiße. Gut. So. Da haben wir jetzt 223,1,2. Ihr seht es ja, schreiben wir das gleich mal auf. Ah, ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Ja, 223,2 jetzt. Also das war jetzt, wir können es eigentlich gleich mal probieren. Oh, guck mal, jetzt bin ich hier. Und die Kabel zusammengekommen, das ist schon weniger. Ich stehe ein bisschen vor Wurschtel. Ach nee, wenn ich rangehe oder was? Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt mal hier zu. Guck mal. Jetzt ist weniger, wenn ich jetzt reingehe. Dafür ist anscheinend hier schon ein bisschen was über Erde ab. Machen wir jetzt mal die 200. Oh, das gibt es ja gar nicht. Ich stelle es jetzt hinten, dass ich hier nicht ranfummel. 223. Ich schreibe jetzt die 223 auf. Keller. Und zum Vergleich habe ich mir jetzt gedacht, ich zeige es euch nochmal. Und zum Vergleich habe ich mir jetzt gedacht, ich mache jetzt nochmal aus. Schalter. Mit Messgerät schon dran. Ich stelle es wieder so hin, mal gucken, ob man ungefähr dasselbe rauskriegt. 223,1,2, also was wir vorhin hatten. Also hier macht es jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen Unterschied, ob ich das Messgerät jetzt angeklemmt oder blablabla. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Und jetzt, huch. Und jetzt gehen wir mal zusammen oben aufs Dach. Wieder mal. Aber auf ein anderes. So, also wie gesagt, wir waren jetzt hier hinten in dem Keller. Und jetzt gehen wir mal. Huch, da muss ich noch ein Stückchen zurück, da hoch. Und messen nochmal. Bis gleich. Jetzt habe ich schon den Bildschirm geguckt. So, ich bin jetzt auf dem Dach. Guck. Ich mache jetzt unten angeklemmt. Nicht, dass mal irgendwie wieder die Messung verfälschen oder so. Klimme an. Millimeter an. Oh. 225,6. Okay. Passt mal auf, Leute. Ich werde euch jetzt vielleicht ein bisschen Musik einblenden oder irgendwas. Weil wenn ich laufe und die Kamera bewege, dann knarzt das alles und so. Und wir gehen mal noch ein Stückchen hier vor. Das müsste, glaube ich, dann noch mehr werden. Da schirmt das ganze Haus ab. Hier, guck, hier seht ihr mal, das meinte ich, das ist ein Metalldach, Prefa. Ich glaube, Alu, ne? Und unsere Solaranlage. Das ist wirklich eine Solarthermikanlage. Gut. Ja, 225. Ich schreibe mir das jetzt gleich mal auf. Also das ist auf jeden Fall signifikant. Gut, machen wir es jetzt so.
Weil die glaubst du das? Hier oben ist mehr Spannung als unten im Keller. 2,26,1. Nochmal 0,5. Ich bin jetzt so quasi aufgestanden. 2,26. Also das würde ich schon sagen, schon eindeutig 3 Volt Unterschied. Sonst passt mal auf, jetzt gehen wir mal hier hin. Zack. Habt ihr gesehen, jetzt war es krass mal wesentlich weniger. Ich nehme mal hier auf das Metall, hier ist noch ein Metalldach von der Grange. 2,24. Ach, mit einer Hand ist das schwierig. Ich sehe das komisch wie letztens, dass ich das wie, sagen wir mal, gefühlt wie aufgeschaukelt hat oder keine Ahnung. Wir machen das jetzt so. Wir machen nochmal ab. Wir machen das auch nochmal aus. Komplett nochmal Neustart. Jetzt haben wir die 26. Trotz dessen, dass wir jetzt hier... Wenn ich hier angreife... Zu wenig, ne? Guck mal, 220. Wenn ich im Pool angreife... Aber wenn ich die Spule angreife, guck mal. Das ist dann quasi jetzt der Keller. Meine Erdung oder was? Wenn ich die wegnehme? Was ist, schwingt sich das ein bisschen auf oder was? Huh, guck mal, jetzt wird es schon wieder mehr. Bevor es mich angehoben habe, ist es auf jeden Fall mehr geworden. Ja doch, es wird schon mehr. Mal gucken, es ist wieder ein Volt mehr. Jetzt gut, kann es wieder sein Gewitter. Ne? Gut, muss ich nochmal bei schönem Wetter messen. Ich glaube, da kann ich noch messen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mal gucken, wenn ich das jetzt... Guck mal. 2,21 Grad. Guck mal, so haben wir... Wenn ich hier noch rangehe, haben wir noch 50 ab. 2,25. Das ist ziemlich stabil. Und sobald ich es anhebe, hüpf's. 2,26. Aber jetzt fällt es so wieder, ne?
Ist komisch. Und dann laufen wir mal vor. Ups. Oh, hier hinten kommt ein Wölkchen. Uhr 26. Jetzt kann ich nur noch mal. Warte mal. Können Sie mal hier auf der Dach stellen? Ich hoffe, die hält das alles. 2.26 26. Wenn ich jetzt. Ich sage es mal kurz schließe. 2.26, auch wenn ich loslasse. Wir machen noch Vergleichsmesse im Keller und dann. So, nochmal Vergleichsmesse. Nochmal im Keller. Stimmen wir mal alles ab. Tun mal alles hier erden. Und wir klemmen an. Wenn jetzt genau wieder die 223 rauskommen. Ja, dann würde ich sagen, ist es schon, ne, ein bisschen mehr. Zwei 25, das gibt es noch nicht, ne? Achso, warte mal. Jetzt kann ich auch nochmal andalfern hier, unten minus. 2,25. 25. 7. Selbe, was wir auf dem Dach hatten. Jetzt probieren wir es mal mit dem Messgerät gleich dran. Selbe. Das gibt's doch nicht, ey. Warum kann denn das jetzt nicht mal weniger sein? Das ist je nachdem, wie ich hier die Kabel ein bisschen. Legen wir sie mal hier rüber. Tja, keine Ahnung. Jetzt ein Wollbein schon. Aber dort sind wir mehr wie vorhin, ne? Jetzt hätte ich das vorhin angefasst. Gut. Ich würde sagen, wir machen es bei schönem Wetter mal. Ich hoffe mal, dass dann. Bisschen signifikanter ist die Ergebnisse, aber das ist echt, echt nervig, wieso das nicht immer gleich anzeigt. 2,24, ich tausche mal plus minus, macht eigentlich auch nichts. Aber es ist 2,25, 5. Das muss man oben halt hatten, ne? Da komme ich erst, wo ich oben war. Naja gut, ist nur so. Ich weiß auch nicht. Das hätte jetzt die 223 angezeigt, hätte ich gesagt, das passt. Ne? Aber so. Scheiße. Annähernd das, was oben war. Ich schreibe jetzt mal Keller 2 da dazu. Gut. Ja, das ist wieder keine richtige Erkenntnis, aber irgendwie, wenn es schon mal lief, hält es dann die Spannung. Komisch, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, haut mal was in die Kommentare, vielleicht hat mal einer irgendwie einen Tipp. Also Liana macht keinen großen Unterschied, wie ich das anklemme hier. Keine Ahnung. Tschüss.